Einen wunderschönen guten Morgen. So, jetzt sollte ich online sein. Ich gucke nur gerade und hoffe, dass der Ton heute besser ist. Ich starte schon, ja. Also das Live startet jetzt zwar, es kommen jetzt ganz langsam die Leute rein. Heute geht es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und wie es dein Leben verändern kann, was das für Auswirkungen hat auf dein Leben. Und die liebe Tatjana ist heute mit dabei. Ich werde sie gleich reinlassen. Sie war in einer meiner Masterclasses 2021 drin. Und das Thema Persönlichkeitsentwicklung hat ihr Leben grundlegend verändert, aber das wird sie gerade gleich selber erzählen. So, und ich sehe schon, Patricia ist da, Audrike, Gojani, schick. Schreibt mal gerne rein, ob ihr mich gut hören könnt, ob mein Ton in Ordnung ist. Letztes Mal war der Ton ja total beschissen. Jetzt habe ich heute extra ein bisschen da sauber gemacht, dass der Ton besser reinkommt. So, Tatjana, du bist schon online, sehe ich. Ich wink dir mal zu und dann kannst du reinkommen. Tatjana hat heute nämlich auch nicht so viel Zeit, so wie wir alle. Sie hat selber Kinder, die in der Schule sind und kommen heute etwas früher nach Hause, weil sie heute Ferien haben. Das ist der letzte Tag. Und ich sehe schon Randa. Guten Morgen, Randa. Schön, dass du auch dabei bist. So, Tatjana, gleich dabei sein. Patricia, alles gut? Patricia, du warst auch in einer der Masterclasses mit dabei, soweit ich weiß. So, Tatjana. Ja, hi. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Samal. Schön, dich jetzt auch nochmal Schön, hier dass so ich. live zu sehen. Und danke dafür, dass du den Mut hast, dich so zu zeigen. Ist ja auch nicht so ganz ohne, gell, sich einfach so öffentlich zu zeigen. Das ist immer auch oft verbunden damit, dass immer, wenn dir jemand zuschaut, ist immer irgendjemand dabei, der dich nicht mag. Und ich glaube, davor scheuen sich Ja. ganz, ganz viele Menschen, weil das wehtut. Dass man angegriffen, also ich Mies. werde selten angegriffen, sehr selten. Aber zeigen ist auch immer verletzlich sein. Ja? Genau, und das habe ich ja bei dir im Kurs gelernt. Und ja, das war eine wunderbare Gelegenheit für mich jetzt einfach, weil ich schon ziemlich lange mit dem Gedanken gespielt habe, mich jetzt hier ja, öffentlich zu zeigen. Und ja, mir war klar, es gibt keinen perfekten Augenblick. Man muss einfach starten. Und das hier ist einfach für mich wirklich ein Zeichen. Jetzt ist es soweit. Jetzt startet es. Was machst du in deinem Leben, Tatjana? Du bist ja Genau. selber Mama, hast Kinder, du hast ja gesagt, die sind jetzt in der Schule, heute ist der letzte Tag, dann sind Ferien. Und es geht ja auch bei dir beruflich irgendwie in Richtung Thema Ernährung. Ist das richtig? Genau, das ist jetzt meine, genau, das ist ja eigentlich das, was ja, wo ich meine Berufung jetzt aufbaue. Ich bin im Beruf normalerweise im Projektmanagement tätig Aha. und selbst das durch deine, ich sag mal, durch deine Schulung damals, das Leben hat sich wirklich verändert. Ich habe alle meine Tätigkeiten wirklich mit Freude angegangen. Ich arbeite nicht mehr. Ich freue mich darüber, dass ich etwas tue. Und selbst im beruflichen Kontext hat sich da vieles geändert. Es war jetzt nie schlecht, sage ich mal, in dem Sinne. Aber es hat sich wirklich alles verändert, weil ich meine Sicht auf die Dinge verändert habe. Mit deiner Hilfe, ne? Und jetzt, genau, und irgendwann mal habe ich dann einfach gesagt, was macht mir denn Freude? Was würde mich jetzt noch mehr erfüllen? Und das ist, dann bin ich jetzt einfach dazu gekommen, ich koche sehr gerne, also schon immer, seit ich ziemlich klein bin. Und ja, und das habe ich dann einfach so als, ja, als Weg eingeschlagen. Habe ich dann eine zusätzliche Ausbildung gemacht als ganzheitliche Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Und ja, das ist jetzt so mein Fokus, was ich jetzt so nebenbei erstmal aufbaue und mich freue, mich wirklich freue darüber. Das glaube ich dir. Das ist ja so, dass jeder von uns ein Geschenk mitbringt auf diese Welt. Das war mir früher nicht bekannt, ja, dass jeder Mensch, den wir sehen, eine Begabung in sich trägt, die der Menschheit dient, an der wir uns auch erfreuen können. Und in der Schule lernen wir genau das Gegenteil. Ja? Wir lernen eher zu sehen, dass wir sehr, sehr viele Schwächen haben und dass es sehr schwierig wird, irgendeinen guten Beruf zu bekommen, wenn du nicht dann Abitur und so weiter und so fort. Und so werden ganz, ganz Genau. viele Menschen klein gemacht. Und viele Menschen sitzen dann in Berufen, sie sind unglücklich und denken, ja, mir steht es ja nicht zu, irgendwie erfolgreich zu sein, weil ich bin ja nicht so gut, was nicht stimmt. Du hast jetzt zum Beispiel deine Berufung im Kochen, ne, da können ja auch viele Menschen was von dir lernen, aber das sagt dir keiner in der Schule. Genau, das ist es. Und das ist letztendlich, der Weg hat mich ja geführt. Ich habe ja vorher, bevor ich dich kannte, irgendwann mal, ich sag mal so, erwacht, ne? Also irgendwann mal wirklich gespürt, da ist irgendwas. Und habe mich auf den Weg gemacht und so über bestimmte so YouTube-Videos und
war schon so ein bisschen, also habe so in die Richtung geschaut und dann hat mich ja das Gesetz der Resonanz zu dir geführt, zu deinen Videos und zu deinem Account hier auf Instagram und da muss ich sagen, da hast du auch schon vorher so viele ja, Informationen mit uns geteilt, einfach so, weil das ist ja deine Berufung, ne? Ja. Uns wirklich zu helfen, das merkt man auch. Und genau, und also so führte das irgendwie der Weg, dass ich erkannt habe, ich muss was an mir tun, an mir, dann erst kann die Welt um mich herum sich verändern, aber ich habe den Weg nicht erkannt. Wie genau geht das? Und so führte das ja dazu, dass ich dann irgendwann mal zu dir in den Kurs gekommen bin, in den Gruppencoaching. Und genau, das ist ja unser Thema heute, ne? Ich hab mich hier vorbereitet, habe so ein paar Ach, Notizen gemacht. Und cool. das war wirklich, aber das war auch eine schöne Reise für mich jetzt wieder zurück, um zu schauen, weil, weißt du hast ja ganz oft in deinen Videos gesagt, du merkst das ja nicht. Das ist ja wie beim Sport, ne? Wenn du das einmal gemacht hast, da hast du kein Sixpack davon, sondern du begibst dich auf diesen Weg und irgendwann mal bist du weiter. Aber dadurch, dass du dich jeden Tag sich selbst siehst, erkennst du ja den Unterschied. Du musst wirklich zurückschauen. Genau. Und genau, das war für mich jetzt auch so eine ganz großartige Gelegenheit, einfach wirklich zurückzuschauen, wo komme ich denn her? Weil das vergisst man so schnell, wie schlecht es war oder es war jetzt, mein Leben war jetzt, muss ich sagen, nicht so grundlegend schlecht. Ich stehe finanziell ganz gut da und Rahmenbedingungen stehen. Aber es war in mir, ich habe irgendwann mal gespürt, so eine Unzufriedenheit, diese Leere, wovon du immer wieder gesprochen hast, diese Leere, ja, Die nichts irgendwie, erfüllen es kann im erfüllt Außen. mich nicht, genau. Ich habe dann irgendwie ein Ziel, dann erreiche ich das und dann ist es zu Ende und kaum hast du es genossen. Und dann spürst du die Leere wieder. Und das war so mein Weg. Ja, und genau. Mein Thema war, bevor ich ja zu dir kam, Urteil. Das habe ich für mich erkannt. Also wirklich, ich habe über jeden um mich herum urteilt. Jeder ist schuld an dem, was mir passiert. Wenn der nett ist oder wenn die nett ist, dann geht es mir gut erst. Und irgendwann mal habe ich erkannt, nee, das ist ja der falsche Weg. Das führt irgendwie nirgendwo hin. Genau, Urteil und Vergebung. Und was ich noch mir, ja, was mir damals auch im Coaching so klar geworden ist, das, was ich heute jetzt auch an deine potenziellen Kunden auch sagen wollte. Ich habe in dem Coaching erst ein paar Themen erkannt. Wir sind ja eins, wir sind ja ein Bewusstsein. Und jeder stellt wirklich stellvertretend Fragen füreinander. Wenn jemand schüchtern ist und die Frage nicht stellt, seine Frage wird beantwortet. Das wurde mir wirklich so bewusst. Es ist kein Zufall in einer Und Gruppe, ja, wie wir genau, zusammenkommen. es ist kein Zufall. Es ist auch kein Zufall, dass ich bei dir bin ich und nicht bei jemand anderem. Und es ist auch kein Zufall, dass die Gruppe sich so zusammen Wir gesucht kommen hat. immer richtig Und zusammen, ja. genau. Und da wurden Themen genannt wie Ablehnung. Und da war mir gar nicht bewusst, dass ich da ganz, und zwar ein massives Problem, und was ist, das ist ja, es gibt ja kein Problem, sondern wirklich massives Thema damit hatte. Und das ist wirklich so, so gut gewesen im Gruppencoaching, das Das zu hinzuschauen, was die erkennen. anderen auch sagen, das zu erkennen, genau. Und ja, was ich super fand, dass du gleich von Anfang gesagt hast, so, was möchtet ihr erreichen? Macht einen Vertrag mit euch selbst. Ne, du hast ja uns auch so viele Unterlagen mitgegeben, womit ich auch nachher auch gearbeitet habe. Und ja, diesen Vertrag mit sich selbst und was möchte ich erreichen? Und ich habe mir damals für mich aufgeschrieben, Selbstliebe, Selbstvertrauen, Wertschätzung, Respekt von außen. Das ist eben das Gegenteil von Ablehnung. Ne, die Sprache des Lebens ist ja positiv. Unser Ja. Unterbewusstsein kennt ja das Wort nicht. Wir sollen ja Ja. alles ins Positive. Genau. Und eben, ja, und diese Wertschätzung, Respekt, das ist ja eben das Gegenteil von dieser Ablehnung. Und ja, wenn ich jetzt so zurückdenke davor, es war so präsent in mir, diese Gedanken, was habe ich denn da gesagt? Und das habe ich wirklich tagelang wegen Kleinigkeiten, wirklich wegen Kleinigkeiten habe ich das tagelang mit mir rumgesprochen. Warum habe ich das so gesagt und nicht so? Und jetzt, was denkt der jetzt von mir? Es war wirklich so ein Kopfkino, der mich runtergezogen hat.
Ich konnte teilweise nicht schlafen, Nee. oder umgekehrt, wenn jemand anders negativ mir gegenüber war, dass mich das dann so wirklich zerfressen hat. Oder irgendwelche Sachen, die nicht perfekt gelaufen sind. Der Verstand will ja Perfektion, ne? Und das ist ja Quatsch, ne? Wir sollen ja wirklich unser Leben leben und uns Und da, erfreuen darüber. Und Fehler genau. gehören ja dazu, ne? Und du merkst ja jetzt auch in mir, oder ich merke ja selber, wie gelassen ich geworden bin. Also diese, Ja. das ist ja jetzt knapp ein Jahr her, etwas über ein Jahr. Und diese, also alles, was ich damals erreichen wollte, diese Selbstliebe, Selbstvertrauen, Wertschätzung, habe ich. Ach, Und schön. das irgendwie spiegelt mir das, wirklich. Also Genau. Das es ist es ist. ja bei den Coachings, Tatjana, wenn mich manche fragen, aber wann klappt das oder wie merke ich das? Du merkst es im Außen, du merkst es an den Menschen, du merkst es an deinem Leben. Also du merkst, wie die Menschen mit dir umgehen, weil sie immer ein Spiegel sind von deinem Inneren. Ganz genau. Und das habe ich erkannt. Ich habe ja auch nach deinem Coaching, ich bin ja ganz präsent in deinem Kanal auch. Du machst das ja immer weiter. Und da gibt es immer wieder Impulse, die mich wieder so zu Bewusstsein bringen. Aha, das und das, okay, danke, sag mal. Und oder auch allgemein so im Leben. Ich habe wirklich gelernt, meine Intuition zu vertrauen auch. Also wirklich auf diese innere Stimme zu hören, die Gedanken auszuschalten, beziehungsweise mein Leben ist zu größtenteils zu einer Meditation geworden. Das heißt, ich gehe nicht so, ich meditiere jetzt, ich beobachte jetzt meine Gedanken, ne, 20 Minuten, so fertig, stehe auf und dann Und dann wieder wieder kommt. zurück ins alte Programm. Ja, genau. Sondern tatsächlich, ich erinnere mich, natürlich passiert das immer wieder, dass das kommt, aber dann erkenne ich, okay, da sind die Gedanken. Ich habe einfach erkannt, dass ich bin verantwortlich auch für meine Gedanken. Das ist niemand. Gedanken sind, ich war wirklich in so einer Opferrolle. Opferrolle von A bis Z bis über wirklich bis über meinen Ohren. Und jetzt weiß ich, und das habe ich ja auch in dem Gruppencoaching bei dir gelernt, Gedanken wirklich beobachten und sagen, stopp, so, was möchte ich jetzt denken? Und dann wirklich in die Richtung steuern, bewusst wirklich steuern, okay, das will ich nicht fühlen. Und wenn ich mal traurig bin, dann weiß ich, Musik an, tanzen, das bringt mich in die richtige Energie. Und ja, so funktioniert wirklich. Und so können wir uns tatsächlich ja eigentlich selbst helfen. Und du bist ja derjenige, der uns die Tools an die Hand gibt und wirklich zeigt, guck mal, so geht das. Aber das Umsetzen, das liegt wirklich an uns, ne? Ganz genau, ganz genau. Es liegt ja an jedem. Und es ist so, wenn du sagst, Tatjana Samar, du hast mir das Wissen gegeben. Das Witzige ist, ich bin ein Spiegel von dir, also ich bin du. Das heißt, du hast dir das Wissen selbst gegeben. Wie du sagst, wir sind ein Bewusstsein. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich bin so toll, ich habe euch das Wissen gegeben. Wir sind ja alle eins. Und wir lernen voneinander. Das ist ja das Schöne. Und du hattest ja eben gesagt, dass du ganz am Anfang diese Leere gespürt hast, irgendwas stimmt hier nicht. Und da fingst du schon an, du als Bewusstsein zu sagen, ich möchte mich jetzt weiterentwickeln, ich möchte mich als Bewusstsein jetzt anziehen, ja, jemanden hier. Ja, wie gesagt, du und ich sind ja eins, auch wenn wir jetzt nicht gleich sind. Nur unsere Egos sind verschieden, unser Körper ist verschieden. Und dann rufst du schon in dein Feld nach der Antwort, die zu dir kommt. Das heißt, alles bist du selber. Genau. Du hörst dahin, Ja. weil das, was wir hier erzählen, wie viele Menschen gucken rein und sagen, Gott, was labern die für eine Scheiße? Die sind dann noch nicht bereit dafür. Die sind wo ganz anders. Das ist auch in Ordnung. Deswegen alles bist du immer selber. Da kannst du dir auf die Ja, Schultern tatsächlich, klopfen. das ist, genau, das ist ja quasi mein Weg. Ich habe mir das so vorbestimmt. Genau. Und das ganze Leben vorher, das war auch dieses Thema Vergebung. Das war ja auch so groß in Der dem Coaching Masterclass. und davor auch. Du hast ja so viele Bücher auch immer vorgestellt und ich habe fast alle wirklich gelesen und die haben mir so sehr geholfen. Und diese Vergebung am Anfang mir selbst gegenüber, das habe ich erkannt. Das Ich ist das soll mir selbst Schwierigste. vergeben. Genau. Und da gehört auch so viel Mut dazu. Ne? Das Ja. hast du, da hast du auch uns dazu geführt, wirklich so brutal ehrlich in uns selbst hinzuschauen und zu sagen, wirklich anzuerkennen, was läuft denn falsch? Das ist ja, da gehört wirklich eine Portion Mut dazu, aber wenn man das ist alles diese Komfortzone überschreiten. Weil das Ego Wenn das ja mich nicht jetzt jemand, möchte. genau, Ego wehrt sich dagegen
Und der will ja das Bekannteste, auch wenn es so schlecht ist, aber er kennt das. Ja. Und deswegen krankhaft daran festhalten. Ja, und genau. Aber ich bin ja da so glücklich, dass ich wirklich diesen Schritt gewagt habe. Und das war am Anfang schon, es ist Disziplin natürlich auch erforderlich, da dran zu bleiben, wieder zu schreiben. Ich habe wirklich geschrieben, morgens, abends, immer wieder aufgeschrieben. Und was für mich neu war, dass du uns damals gesagt hast, was willst du fühlen? Weißt du, und dann saßen wieder alle. Also, ich meine, ich denke alle, aber ich so, wie jetzt? Was soll ich jetzt fühlen? Kann ich Was will ich überhaupt jetzt wählen? fühlen? Kann ich wählen, was ich Genau. fühle? Hä? Ey, wir lassen uns hier immer leiten. Genau. Wie kann ich jetzt wählen und was? Und das ist ja auch etwas, das wurde uns nie beigebracht. Uns wurde beigebracht, wirklich von Schule, unsere Erziehung und die Eltern wirklich auch da Vergebung. Die wussten selber nicht, ne, wie du das immer so schön gesagt hast. Und dann hast du uns diese Liste zugeschickt mit diesen ganzen Gefühlen, was es gibt. Das war wirklich so Neuland. Ach, Unglaublich, gell? Wie viele schöne okay, Gefühle es unglaublich. gibt. Und dann, ich saß da wirklich längere Zeit und habe da wirklich die Liste hoch und runter. Was will ich denn jetzt fühlen? Und da wirklich erkennst du, du warst ein Spielball von außen. Ja. Werbung, negative Nachrichten, alles von außen. Früher hattest du auch wirklich so Leute angezogen, die ja, also dein Inneres, mein So-Sein so sozusagen, also meine Welt zieht ja das an, was ich jetzt momentan bin. Und so war es ja auch. Alle Leute um mich drumherum haben nur wirklich, nur gedacht, hast du das gehört? So diese Sensations. Geilheit. Ja, genau. Und ja, und das ist es ja. Da auszubrechen, wir müssen wirklich den ersten Schritt machen, da auszubrechen, wirklich uns auf Positives richten, unsere Gedanken, unser Gefühle vor allem. Da habe ich ja gelernt, dass unsere Gedanken sind ja nur Gedanken, das sind ja nicht wir. Das Ist sind nicht die nur Wahrheit. Gedanken. Aber die Gedanken erzeugen Emotionen und das sind wir. Und unsere Emotion erzeugt ja unsere Welt, unsere Realität hier, die wir hier leben. Und das erstmal zu erkennen, so wirklich um die Ecke denken, das hat gebraucht. Das hat gebraucht, bis das wirklich irgendwie so runter, wirklich in Unterbewusstsein angekommen ist und diese Programme einmal umzuschreiben. Aber wenn es dann irgendwie läuft, dann wird es plötzlich Leichter, zu gell? sein, wie Fahrradfahren, ne? Genau, wie Fahrradfahren. Wenn du einmal kannst, dann läuft es gut. Und ja, momentan, Und ich fühle, also, man erkennt dieses ja. Opferbewusstsein. Ich finde es so schön, dass du sagst, ich war früher Opfer, 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 ne? Wenn man drin ist, triggert es einen, ja? Ich hatte euch ja auch erzählt in der Masterclass, dass ich selber, manchmal tauche ich immer noch in den Opfer rein, ja? Also ich war jahrelang nur im Opfer. Jetzt natürlich gucke ich, dass ich immer wieder bewusst bin. Manchmal rutscht man wieder da rein. Aber das zu erkennen, es kommt keiner mich retten. Ich muss mich von innen verändern. Genau. Der Ego lässt sich diesen Tor nicht beschreiten. Weil er sagt, nein, das geht nicht, weil dein Mann, weil deine Mutter, weil deine Kinder, weil deine Nachbarn, weil du hast kein Geld. Der wird immer eine Ausrede suchen, warum du dich jetzt nicht verändern kannst, weil andere schuld sind. Und alleine dieses Tor Ganz zu genau. beschreiten, das verändert schon ganz, ganz Ja. viel. Genau, dieses Tor zu beschreiten und was auch noch ganz neu für mich war, ist, das hattest du jetzt vor ein paar Tagen in deiner Story schon geteilt, Schattenarbeit. Das war für mich ganz neu. Was ist das Schattenarbeit? Diese Anteile in uns, die wir, ja, unser Ego wieder Verdrängt haben. ja, verdrängt, weil Ego will ja immer nur glänzen. Ne? Ich bin die Beste und alles ist schön und bei uns, ne, nach außen, ja, wir sind die beste Familie und wir streiten Genau. uns nicht oder egal was. Ne? Und irgendwann mal wirklich zu erkennen, das gehört zu mir und das gehört eben zu dieser Vollkommenheit. Wir sind ja so vollkommene Wesen vom Grundsatz her und das gehört zu uns. Wir Diese sind nun mal dunklen in so einer Anteile. Dualität. Genau, wir leben nun mal in der Welt der Dualität. Es gibt Tag und Nacht, es gibt ja, Monate wechseln sich, alle Zyklen wechseln sich und alles trifft sich wieder. Und diese Tag und Nacht wirklich zu erkennen, ohne Nacht wäre kein Tag und ohne Tag wäre kein Nacht. Und das ist in mir drin. Und alles, was mich triggert, ist wirklich ein ungelöster Schattenanteil in mir. Das war wirklich, also
Also selbst das hat mein Leben so zu so einem Positiven verändert. Es gibt jetzt kaum Situationen, die mich wirklich triggern, weil ich immer wieder mich wieder so zurückziehe, also wirklich von den Gedanken. Ich weiß, Gedanken, das bin ich nicht. So, stopp, ich bin das Bewusstsein. Ich gehe einen Schritt zurück und sage, was hat das jetzt mit mir zu tun? Wirklich, Opferrolle habe ich komplett verlassen. Was hat das jetzt gerade mit mir zu tun? Und alleine, dass ich in diese positive Energie bleibe, löst sich die Situation sofort. Es gibt kein, also derjenige, der mir gegenüber, der mich dann triggert, der wird dann Ist plötzlich auch entspannt und es genau. wird entweder immer gewechselt oder er erkennt selbst, ach, war ja alles nicht so schlimm. Weil er Also energetisch wirklich, einfach das mit dir nicht Leben. verbunden ist. Genau, ist ja alles Energie. Genau. Und wenn wir da an dieser unteren, ich sage immer untere, es gibt ja keine untere, aber wenn wir in dieser unteren Schwingung sind von, boah, die triggert mich, Mann, ist die dumm, dann kommt die natürlich und ist dumm und dann streiten wir. Aber wenn ich merke, es hat jetzt irgendwas mit mir zu tun, was ist da los? Die andere, wenn sie in dieser Energie bleiben möchte, in der niedrigen, dann bin ich für sie uninteressant, dann geht die weiter. Was soll die denn von mir? Genau, Das dann sieht man sind schon im Schulhof ja. bei kleinen Kindern, wenn die sich prügeln, wenn die sich mobben. Manche Kinder kriegen es nie ab und manche Kinder kriegen es ständig ab. Und die, die es ständig abkriegen, die Kinder, das sind meistens Kinder, die auch zu Hause vielleicht nicht so gefördert, was heißt nicht gefördert werden. Ja, da ist ein Mangel auch an Selbstliebe bei dem Kind, ja. Oder es wird zu Hause vielleicht geschlagen oder es gibt immer verschiedene Themen. Aber ein Mensch, wenn er etwas erlebt und erfährt, es gibt immer mehrere Ursachen, warum er das erfährt. Und wenn er wüsste, wenn er diese Genau. Ursachen wüsste, dann würde es viel einfacher machen, weil es ist manchmal die Erziehung der Eltern, dass man schüchtern ist. Manchmal haben die Eltern alles richtig gemacht, das sind Glaubenssätze, ne? Das sind dann Überzeugungen, das sind Gedanken, die wir von allen anderen dann übernommen haben und deswegen glauben wir, dass die Welt so ist, wie sie ist und reagieren dann auch dementsprechend. Wenn wir das lernen, wie du das gerade erzählst, kann das Leben sich so sehr verändern. Schade, Ja, dass es sowas nicht wirklich. in der Es Schule ist gibt. ja, genau. Ja, ich hatte wirklich schon mal Gedanken gehabt, ob ich in der Schule mal irgendwie so einen Kurs anbiete. Da gibt es ja immer wieder so AGs, ne? Für die Kinder, die da freiwillig teilnehmen wollen. Das war so ein Gedanke mal, ah, vielleicht sollte man das mal machen, so aufbauen oder so. Dann habe ich mich ja dann doch für die Ausbildung entschieden. Das hat ja schon auch zeitlich natürlich, ne? Und jeden, oder ja, fast jeden Tag, ne? Also einmal wöchentlich war das abends. Und ja, das Leben läuft ja weiter, ne, mit dem Haushalt und so weiter und Ja. so fort, ne, und den Kindern, genau. Aber ich glaube, die Zeichen der Zeit stehen wirklich darauf, dass das immer mehr präsenter wird. Wenn ich jetzt mich mit den Kindern von meinen Freunden unterhalte, wirklich, also allein schon, dass die Themen sich geändert hat, wirklich. Also wir unterhalten uns nicht mehr über so, hier hast du das gehört oder hast du dies gehört, ne? Sondern wirklich über solche Themen. Und da wird mir bewusst, wie weit die Jugendlichen schon sind. Die Ja. sprechen über Manifestation, über Heilzahlen und über solche Themen. Da war ich wirklich überrascht. Da war ich einfach vorher entweder wirklich noch zu, also ich war noch nicht auf diese Ebene, dass wir uns da so getroffen haben. Oder aber wir haben uns gleichzeitig, ne, die Erde, ne, das wissen ja oder manche von uns, dass die Erde, die Frequenz der Erde erhöht sich ja, ne, Schumann-Frequenz. Und wir gehen ja mit, oder diejenigen, die bereit sind, die gehen Ja. ja mit. Ja. Die Jugendlichen sind ja erst recht, die sind ja viel näher an Bewusstsein dran als wir, die schon so lange in diesem System Genau. gefangen sind. Ne? Genau. Genau. Ja, es Und das ist. ist so ganz spannend zu sehen, wie mein Sohn fragte mich jetzt letztens plötzlich, Mama, irgendwie fühle ich das, als ob ich in so einer Illusion lebe. Also solche Worte fallen Wow. auch. Oder ja, oder er sagt, aber das ist auch, ich glaube, das ist dadurch, dass ich dann auch, also diese ganze Energie hebt sich auch von der Natürlich. ganzen Familie Ja, auch, ja. ne? Wenn eine und Ja. gerade die Mutter, deswegen sagt man ja Mutter, Tatjana, diese Rockefeller und Co., ich glaube, über die hatte ich ja auch erzählt. Das ist jetzt wieder so Verschwörungstheorie und so weiter. Aber die sagten schon damals, wir müssen an die Mütter ran, weil die sind dafür verantwortlich für die Zukunft, was an, also die Nachfolger, für die Kinder. Und deswegen hat man ja damals dann mit dieser Frauenbewegung, gebt die Kinder ab, geht arbeiten, ne? Und lasst euch nicht unterdrücken. Alles schön und gut, aber es ging darum, wenn wir die Mutter kontrollieren können, können wir die Welt kontrollieren. Weil wenn du nicht da bist, wenn du ständig am Arbeiten bist, wenn du dein Baby schon mit 6 Wochen abgibst, wenn du es ins System abgibst und im System
Die Erzieher sind ganz normal wie du und ich, ja. Aber sie kriegen eine Mhm. Ausbildung, die nicht wirklich gerade dienlich ist für diese Kinder. Und die Kinder brauchen ihre Mutter. Wenn du als Mutter dich jetzt weiterentwickelst, hat das ja Auswirkungen auf deine Kinder, auch wenn dein Mann nicht mitmacht. Es hat trotzdem immer Auswirkungen auf deine Kinder. Und deine Kinder haben Auswirkungen auf die Zukunft, weil das ja dann ihre Kinder sind. Deswegen, wenn du mir sagst, mein Ja. Sohn und wir reden und so weiter, natürlich, weil du anfängst, an dir schon was zu machen. Das ist so wichtig, Ja, auch für und die da Mütter. merke ich, ja, genau, und da komme ich immer wieder hin. Unsere Sprache ist ja eigentlich nicht die Sprache, die wir sprechen. Unsere Sprache ist energetisch. Wir können wirklich, dieses Nonverbale spielt ja so eine große Rolle, Oh alleine ja. mit dem Augenblick. Ne, wie wir gucken, können wir ja schon viel aussagen, aber eigentlich ist es ja die Energie dahinter. Das ist ja die Energie, entweder wir sind ganz gelassen und ruhig und dann sind die Leute um uns herum ruhig oder wir sind so innerlich angespannt und dann wird das auch, dann merke ich ja also wirklich, wie sich das um mich herum dann verändert. Und selbst das, wirklich dann den Körper zu beobachten darüber, Zustand meines Körpers, bin ich jetzt entspannt oder habe ich jetzt, bei mir merke ich oft mal, wenn ich so mich doch in Gedanken verliere, dass diese Partie so angespannt ist. Und dann wirklich so in diese Beobachterrolle reinrutschen und sagen, Hand aufs Herz hat mir sehr oft geholfen. Ich habe mir wirklich Wecker gestellt, ne, jede Stunde und dann, wenn er geklingelt hat, aha, ich muss dann denken, einmal Zurück. atmen, einmal wirklich sich erden und raus aus diesem Gedankenkarussell. Und das liegt wirklich an uns. Das ist, Ja. ja, diese alten Gewohnheiten einfach überschreiben und Ja. neue Gewohnheiten installieren. Und das geht viel einfacher, als wir denken. Das ist ja man sagt ja, nach 6 Mal ist es ja schon der Anfang. Und wenn du das 21 Mal gemacht hast, dann ist das alte Programm überschrieben. Ja. Und ja, und seitdem, also wirklich, ich merke, okay, ich werde jetzt langsam so, okay, Schritt zurück sozusagen, dann wirklich einmal atmen. Das Leben ist wunderbar und schon wird alles gut. Wie merkst du das jetzt, Tatjana, im Außen? Du hast ja eben schon gesagt, es gab sozusagen ein Leben vor dem Coaching, vor dem Gruppencoaching und danach. Davor war eher so diese Leere, eher dieses ja, Reagieren und einfach nur funktionieren. Und danach fing es an, ein bisschen bewusster zu werden, immer bewusster zu werden. Wie hat sich jetzt dein Leben so dadurch verändert, nach einem Jahr, wenn du nach einem Jahr zurückschaust? Ja, also das allererste, was ich merke, dass ich einfach wie ich bin, ne? Also was ich schon gesagt habe, ich bin gelassen. Ich bin wirklich gelassen. Es gibt keinen Stress mehr, weil ich habe ja dann gelernt, unser Gedanken ist ja der Stressfaktor. Die sind entweder in der Zukunft und überlegen sich, machen sich Sorgen, oh, wie wäre das? Und wenn ich das mache, was kommt dann? Oder wenn ich das dann sage, wie wird derjenige reagieren? Oder aber wir sind in der Vergangenheit und grübeln, oh, wie war das, meine Kindheit und derjenige, oder gestern mein Chef hat das was gesagt oder mein Partner oder sonst irgendwas. Ne? Und da habe ich gemerkt, okay, diese Gedanken, das ist der Stressfaktor. Das als allererstes ausschalten, ich bin jetzt, ich denke nicht. Und wenn, dann denke ich gut. Und ja, geh Alleine immer wieder auf das, diese positive Energie. Alleine Tatjana. das hilft schon. Genau, dieses mit den Gedanken, was du jetzt gerade erzählst, finde ich jetzt sehr, sehr spannend, weil wir reden ja sehr oft darüber. Es gibt tausende YouTube-Videos, viele Bücher, und viele Menschen merken das gar nicht. Trotzdem, sie lesen das, sagen ja, und im Alltag schläft man dann wieder, weißt du, das Bewusstsein schläft ein. Diese Gedanken bin nicht ich. Also viele sind verschmolzen mit den Gedanken, sie denken, das sind sie. Dieser Punkt jetzt wirklich das erstmal gewahr zu werden, erklär das mal jemandem. Also ich habe ja Verwandte manchmal, wenn wir dann so reden, ich komme mit diesem Thema, merke ich, das kommt nicht an. Also die sind da nicht wirklich bereit dazu, das zu erkennen. Aber zu erkennen, meine Gedanken bin ich nicht. Das, was du hast es jetzt eben gerade so einfach so nebenbei gesagt, aber das ist so groß, das zu erkennen und dann noch zu nutzen im Alltag. Wirklich zu nutzen. Ansonsten bringt es Ganz nichts. genau. Und das, genau, es gibt keinen Stress mehr. Es gibt einfach keinen Stress mehr, weil ich auch in jede Situation, ja, ich lese sozusagen in der Sprache des Lebens. Also jede Situation habe ich in irgendeiner Weise angezogen. So, also auch da keine Opferrolle, sondern auch wenn jetzt was Negatives passiert, ich sehe das einfach von einem Standpunkt aus. Es ist jetzt nichts Schlechtes, sondern es ist immer eine Chance, mich Ja, weiterzuentwickeln, zu genau. erkennen, okay, ich habe es angezogen,
Mittlerweile weiß ich auch sogar schon, womit ich das angezogen habe. Dann weiß ich ja für das nächste Mal. Und ja, dann löse ich das einfach, indem ich wirklich, was ich eigentlich schon gesagt habe, indem ich gelassen bleibe, also wirklich diese Energie hochhalte und nicht wieder abrutsche in Urteil, er ist schuld und jetzt geht es mir so schlecht oder da, deswegen ist das passiert. Sondern wirklich Energie hochhalten, das ist jetzt das passiert, ich wachse mit dieser Situation. Und da gibt es auch keinen Stress. Und in meinem beruflichen Kontext, es gab ja vorher so Situationen, wo manche Projekte da waren, wo, die jetzt, sage ich mal, nicht ganz so attraktiv waren. Oder man wurde mit einigen Kollegen zusammen eingeteilt, wo du dann eigentlich auch Urteil, alles Urteil, ne? So, und da habe ich erkannt, okay, wenn ich jetzt in meiner Tätigkeit wirklich Freude und ja, dieses Vertrauen reinbringe, dann wird sich dann irgendwann mal wenden. Und jetzt ist wirklich, es ist, ich habe mittlerweile, also ich bin in Projekten mit dabei, wo ich, ja, es sind einfach unglaublich spannende Themen, die jetzt zu mir kommen, weil ich die jetzt anziehe, weil ich jetzt, ich habe einfach irgendwann mal entschieden, so, ich urteile nicht mehr über den Menschen, die sind, wie sie sind, die sind einfach, ne, wie du schon gesagt hast, es gibt ja kein niedriger oder höher, wir sind alle gleich, Ja. nur manche sind eben noch nicht so weit, die sind in einer anderen Entwicklungsstufe. Ja. Und seitdem ich das erkannt habe, erkenne ich sie ja quasi auch als mein Gegenüber. Wir sind ja alle, eigentlich sind wir alle eins, ne? Wir spielen miteinander hier in dieser Illusion. Und seitdem ich das erkannt habe, ist das alles gut. Und wenn jemand was nicht macht, dann übernehme ich das, weil ich weiß, die Aufgabe muss erledigt werden. Und dadurch, dass ich so effizient geworden bin dadurch, das ist ja, es gibt ja kein Urteil, ich verschwende einfach meine Energie nicht mehr an schlechte Sachen. Ich fokussiere mich wirklich nur auf die Lösung. Das und das ist, ja, das ist, also das ist das Ziel und das müssen wir erreichen. Oder das wollen wir müssen gar nichts mehr. Wir wollen das erreichen mit bestmöglichem Ergebnis. Und das habe ich einfach wirklich in mein Leben übernommen. Und es gibt jetzt, und plötzlich werden die Kollegen, die früher so komisch waren, werden, selbst die werden jetzt anders, weil die schwingen sich ein. Oder aber die gehen weg, ne? Die Ja, wechseln wieder die genau. Abteilung. Oder wir werden nicht mehr zusammen eingeteilt, weil die Energie passt nicht mehr zusammen. Es ist ja Oh eigentlich ja. Energiethema, ne? Oh ja, dazu will ich ganz kurz was sagen, dieses Energiethema. Also wir sagen jetzt die ganze Zeit, beziehungsweise hast du ja gesagt, ich habe die Sachen angezogen. Ich weiß, dass es viele Menschen triggert, weil die sagen, nein, ja, ich habe die Krankheit nicht angezogen, ich habe den Tod meines Kindes nicht angezogen. Wir müssen immer aufpassen. Also es geht um Energie. Wenn ich jetzt in einem Projekt bin und die Kollegin nervt, und die nervt wirklich, die macht ihre Arbeit nicht, keine Ahnung. So, jetzt kann ich reagieren und lästern. Aber das Projekt, das geil ist, das Projekt, das spannend ist, kommt nicht zu mir, weil ich am Urteilen bin, weil ich in einer niedrigen Schwingung bin. Dann kommt dieses Projekt nicht zu mir. Wie soll ich das denn anziehen? Und dann kommt dann jemand und sagt, ja, aber dieser wirklich faul, der macht nichts und der guckt jemand den an und das Projekt ist voll langweilig und man ist sich die ganze Zeit am Beschweren. Sorry. Wie soll denn da ein geiles Projekt zu mir kommen? Das will gar nicht zu mir kommen. Das will nicht zu einem Menschen, der ständig sich am Beschweren ist und keinen Bock hat. Aber bin ich wie du jetzt in einer leichteren Schwingung, erkenne den Menschen in dem anderen, ich erkenne ihn, krieg gerade Nachrichten, und du erkennst die Kollegen als Menschen, die vielleicht in einem anderen Bewusstsein sind. Du urteilst nicht, auch wenn du vielleicht kurz urteilst und sagst, okay, nervig, aber ich mache das jetzt, kein Problem, bist in der Freude dabei. Und ich hatte ja in der Masterclass gesagt, wie finde einen Weg, die Tätigkeiten, die du jeden Tag machst, irgendwie in Freude zu machen. Selbst wenn ich das Klo putze, mich nervt das auch, weil die Kinder bei mir immer daneben pinkeln, dass ich einen Weg finde, es mit Freude zu machen und nicht jeden Tag genervt bin, dass ich jeden Tag zweimal staubsaugen muss, jeden Tag das Waschbecken am 10-mal waschen soll, weil jemand daneben spucken und so weiter und so fort. Wie kann ich das mit Freude machen? Was dann passiert? Meine Energie verändert sich und im Außen verändert sich ganz viel, so wie du es eben gesagt hast. Und das ist bei allem so, ob es mit deinem Partner ist, ob es mit deinem Geld ist, ob es mit deinem Job ist, egal was, bin ich in einer anderen Energie, kann ich auch ein geiles Projekt anziehen, einen anderen Partner anziehen, mehr Geld anziehen, die Gesundheit, je nachdem.
Und das zu verstehen, dass wir da rauskommen sollten, erstmal aus der Opferhaltung, uns erst darüber zu beschweren, dass der andere schuld ist und ich mich deswegen nicht ändern kann. Das ist dein Ego, das bist nicht du, der versucht, dich festzuhalten. Tatjana, wann mussten du gehen? Ich glaube, können wir noch so 5 Minuten machen? Geht das? Ja, Okay. können wir noch. Magst du noch was Gerne, gerne. weitererzählen? Ja, genau. Und ja, letztendlich genau das. Also, du hast das ja super jetzt zusammengefasst. Genau. Eigentlich Verantwortung übernehmen. Genau. Und ja, als ich dann erkannt habe, was wird mir denn Freude machen, dann habe ich ja jetzt diesen Schritt gewagt und habe die Ausbildung gemacht. Und ja, kaum war die Prüfung abgeschlossen, hat mir das Leben aber auch da schon die Chance gezeigt. Ich habe nämlich einen Vortrag mittlerweile online gehalten, und zwar bei Janina. Wir sind da noch im Kontakt. Die war Cool. ja auch im Gruppencoaching dabei. Genau. Und da habe ich einen Vortrag bei ihr in ihrem Programm gehalten. Genau. Also ich merke einfach und ich lasse es zu. Ich bin wirklich in diesem Vertrauen, dass das Leben mir jetzt die Wege eröffnet für das, was ich mit Freude mache. Und genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch mit Projekten, ne? Je nachdem, in welcher Energie du bist, wir müssen wirklich Verantwortung übernehmen und dieses Vertrauen an das Leben haben, dass wenn wir etwas mit Freude machen, dann bietet uns das Leben auch die Gelegenheiten. Ja. Und da bin ich jetzt ganz zuversichtlich. Jetzt bin ich auch sichtbar auf Instagram, dank dir auch wieder. Der Kreis schließt sich wirklich. Und Es geht ja nicht nur um die ja, Energie das jetzt. der Freude, es geht auch um einen Raum aufzuöffnen, einen Raum zu öffnen, energetisch mit den Emotionen, zu sagen, ich möchte mich vielleicht selbstständig machen, Ernährungsberaterin und dann das und das verdienen. So, jetzt hast du ja diesen energetischen Raum aufgemacht. Dann kommt der zweite Schritt. Dann kommen die Zweifel, die dann immer wieder sagen, ja, jetzt habe ich mich sichtbar gemacht, aber es hat sich keiner gemeldet, ja. Dann machen wir den Raum wieder kleiner. Wenn wir den Raum aber offen lassen und sagen, ich mache das mit Freude, ich liebe diesen Beruf, ich weiß, was ich in mir trage, ich weiß, was ich den Menschen draußen anbieten kann und ich mache das weiter. Wenn ich, selbst wenn ich nur einen Teilnehmer habe, ja, in meinen Kursen oder nur zwei, dann mache ich den Kurs richtig, richtig schön mit Freude und gebe alles raus, ohne mich zu schämen, dass ich sage, okay, es haben sich nur mit zwei angemeldet, ja. Wenn du so in dieser Energie bleibst, öffnest du, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, das ist ganz weit, der Raum ist weit und nicht in diesem kleinen, und ich weiß nicht, ob das jetzt klappt, soll ich oder soll ich nicht, dann machst du den Raum wieder ganz, ganz klein. Und diese energetischen Räume machen wir in uns auf, indem wir vertrauen. Und wisst ihr, das, was wir alle haben, dass das Vertrauen oft ganz klein ist. Es wurde uns ja schon als kleines Kind genommen, dieses Vertrauen. Zu vertrauen, ich wünsche mir etwas, ich gehe dafür los, wie bei dir, du machst die Ausbildung. Und bist jetzt bei der Janina und lernst, wie du online Geld verdienen kannst, zum Beispiel. Das ist schon mal das Losgehen, den Raum offen halten, dass das möglich ist. Und dann aushalten, wenn aber noch nicht viel zurückkommt. Dieses Aushalten, dieses, das haben ganz viele Menschen, dieses Aushalten von unangenehmen Gefühlen. Das Aushalten, wenn mich ein Partner verlässt, ich mich jetzt schlecht fühle. Kann ich das aushalten? Kann ich in diesem Gefühl bleiben, wenn ich traurig bin, weil irgendetwas nicht funktioniert hat, weil ich ein Angebot nach draußen gegeben habe, aber keiner ist zu mir gekommen oder ich jetzt in einer Woche nicht einen einzigen Follower dazu bekommen habe. Kann ich diesen Raum halten und sagen, ist alles gut? Ja, ich halte es. Es fühlt sich nicht gut an, fühlt sich unangenehm an, aber ich weiß, dass es weitergeht. Oder breche ich zusammen und sage, es liegt wohl an mir, ich bin irgendwie doch dumm oder irgendwas mache ich falsch. Wenn wir daran arbeiten können, an diesen emotionalen Räumen, die meisten können keine 2 Sekunden mit Zweifeln aushalten. Sie können keine 2 Sekunden aushalten, wenn sie verlassen wurden und der Partner plötzlich mit einer anderen, mit der besten Freundin zusammen ist. Klar, es zerstört einen, es macht einen traurig. Aber kannst du in dem Raum bleiben, weil der Raum ist doch da. Dieser emotionale Raum, der jetzt gerade unangenehm ist, ist in deinem Körper da. Wir drücken es weg, drücken es weg, drücken es weg. Versuchen zum Beispiel, wenn der Partner ist, ich gehe mal jetzt kurz zum Partner, fremd geht, versuchen wir die Freundin anzurufen, mit der ganzen Familie darüber zu sprechen, mit allen Freundinnen, was ein schlechter Mensch und was für eine schlechte Frau, mit der er zusammen ist, anstatt einfach mal in diesem Raum zu bleiben, der jetzt sich anfühlt wie eine Ohrfeige. Ich fühle mich gerade wie der letzte Dreck, als hätte ich irgendwas falsch gemacht. Und wenn wir so bei uns bleiben, mit diesen schmerzlichen Gefühlen, die dann auftauchen, und die haben wir alle, egal wie weit wir uns weiterentwickeln. Ich hatte erst vor 2 Wochen auch so, das ging mir so beschissen. Ich hatte eine Story gemacht, habe sie aber erstmal nicht hochgeladen. Aber in der Story hatte ich erzählt, es ist gerade echt sehr, sehr schmerzhaft, was ich durchmache. Unglaublich, hat mich so umgehauen. Aber ich setze mich jetzt hin und bleibe mit dem Gefühl und merke, wie mein Ego kämpft und sagt, nein, das hältst du nicht aus. Nee, so geht man nicht mit dir um. Und ich sage, doch, ich setze mich aber jetzt hin und will jetzt in dem Gefühl baden. Das hört sich blöd an. Aber einfach in dem Schmerz bleiben. Genau. Ja, vielen Dank für deine Tipps auch. Ja, das ist letztendlich, das habe ich auch für mich erkannt.
Was ist Ziel des Lebens? Ne? Ja, Ziel des Lebens. Weißt du, früher habe ich gedacht, das sind Kinder. Ne? Die sind, also Kinder, So das typisch Ziel wir des Frauen, Lebens. gell? So haben wir es gelernt. Ja, na genau. Aber weißt du, was mir dann bewusst geworden ist? Wenn das wirklich das Ziel des Lebens wäre, dann wäre ja alle Eltern mit, wenn die Kinder 16, spätestens 18 sind, die sind ja dann quasi erwachsen und könnten für sich selbst einstehen, dann wären die weg. Ist aber nicht so. So, das heißt, das wurde mir wirklich plötzlich so bumm. Das ist ja gar nicht das Ziel des Lebens. Und dann fing jetzt diese Reise dann an. Ja, aber was ist denn jetzt das Ziel des Lebens? Und jetzt weiß ich wirklich, wie du das jetzt so schön erklärt hast. Das sind Erfahrungen, die wir hier sammeln. Wir gehen Erfahrungen durch Erfahrungen und diese negative, also vermeintlich negative Erfahrungen, das sind ja keine negative, es gibt kein Gut und Schlecht. Es ist Dualität hier. Es Ja. ist alles vollkommen, das gehört alles zur Vollkommenheit, gehört alles dazu, dass wir uns weiterentwickeln. Und eben genau hinzuschauen, zu sagen, so, das habe ich mir angezogen, ich bade in diesem Gefühl und gucke, was wollte mir das Leben damit sagen. Und dann, ja, Es ist Krönchen richten, ne, wie und man so schön sagt, weiterlaufen, ne, genau. aufstehen und weitermachen. Aber dann bist du stärker, wenn du nämlich in dieser Situation weggelaufen bist, ne, das ist ja so wie, Ja. oh Hilfe, ich will nicht, dann Es bist du wiederholt sich, es nicht in dem wiederholt sich. Entwicklungsstand. Genau, und das Leben schickt dir so eine ähnliche Erfahrung ja wieder, Ja. weil du hast die Lektion noch nicht bestanden. Wir Es sind ja ist, hier in der Schule des Lebens, ne? Wir gehen ja von Klasse zu Klasse. genau, ich sage immer, das ist so, wenn wir geboren werden, laufen wir Richtung Friedhof, wir alle. Also wir werden alle irgendwann sterben. Und dieser Weg von der Geburt bis zum Friedhof, da gibt es ja kein Ziel. Das Ziel ist ja sowieso nochmal, diese Welt zu verlassen. Das Ziel ist ja eher, wie du schon gesagt hast, die Erfahrungen. Und wie gehe ich mit denen um? Der Weg, den ich jetzt hier gehe, bis zum Grab, wie gehe ich mit all diesen Erfahrungen um? Weil negative Erfahrungen hat jeder. Wir kämpfen immer dagegen und sagen, warum ich? Aber die hat doch jeder. Egal wie weit du bist, egal wie viel Geld du hast, egal wie schön du bist, egal wie dick, dünn, jeder macht beschissene Erfahrungen. Und genau das macht es aber aus. Ich sage immer, dass dieser Planet ist Planet der Emotionen. Es geht ja um unsere Emotionen. Wie gehen wir mit denen um? Das merken wir schon in den Ja. Nachrichten. Wir merken das in den Medien. Es wird nur mit Angst rumgeschossen. Nur mit Angst. Und wenn wir Das das ist genau, erkennen. das ist Massenhypnose letztendlich, ne? Genau, Ja. das ist und genau, aber wenn wir das erkennen und das ist auch ein Entwicklungsschritt. Und wenn Uns das jemand allen. nicht erkennt, dann darf man den auch nicht verurteilen, sondern er ist einfach nicht so weit. Ne? Wenn Genau. die Massen da dem hinterher folgen, es ist einfach so. Die sind noch nicht so weit. Aber auf der anderen Seite habe ich erkannt, wenn ich aber meine Energie hochhalte, dann sende ich das ins Universum und dann wird ja quasi, das ist wie so eine Kerze. Die Menschen im dunklen Raum, die sehen nichts. Aber wenn eine Kerze brennt, dann fangen die an zu erkennen. Ja. Und das ist so für mich auch so eine Mission geworden, wirklich allein dadurch oder alleine deswegen wirklich diesen Weg zu verfolgen, so konsequent und immer wieder die Energie hochhalten, immer wieder mich daran zu erinnern, verliere dich nicht in diesen Gedanken, Emotionen, weil ich ja anderen damit ja helfe, weil sie mitgehen können, weil die plötzlich so ein kleines Licht erkennen und sagen, ach guck mal, es geht ja auch anders. Ich kriege wirklich Fragen gestellt, also bei uns in der Firma. Das wirklich so oft bekomme ich so wirklich Wortgeschenke. Wow, Tatjana, was hast du für, du bist ja so positiv, was für positive Energie. Leute, die mich nicht kennen, wir haben eine ziemlich große Firma. Manchmal kommt man ja mit jemandem zusammen, der, also den man vorher nicht kannte. Und die sagen, wow, Tatjana, das ist ja so angenehm. Und wie machst du das? Also die Leute fangen wirklich an, Darauf denke zu ich mal, zu reagieren. gucken und zu vergleichen, da ja. Warum geht es mir jetzt? Warum? Hey, mein Leben ist so beschissen, ne? Und ihr geht es noch gut. Genau. Und es ist, ja, das ist, wir helfen ja. Alleine dadurch, dass wir hier sind und dass wir so positiv sind, helfen wir so vielen Menschen. Selbst wenn du zu Hause sitzt und keine Kamera an ist, wenn du da in deiner Energie bleibst, egal was Genau. für eine Energie da ist, du bleibst in ihr. Dann kommen wir sowieso in die Neutralität, ne? Auch wenn es negativ ist. Wir kommen hoch in die Neutralität, irgendwann in die Liebe, in die Freude. Hat das Auswirkungen auf diese Erde, komplett auf die ganze Erde. Da müssen wir nicht irgendwie ein Buch Ganz genau. schreiben oder online uns zeigen. Das ist auch gut, aber muss nicht unbedingt sein. Okay, meine liebe Genau, allein, Tatjana. dass ich da bin. Okay. Hast du noch irgendetwas? Also ich habe noch Zeit, aber nur du. Ich weiß, du holst ja gleich deine Kinder ab. Gibt es noch etwas, was du erzählen möchtest? Etwas, was du noch erwähnen möchtest? Vor allen Dingen auch, es ging ja jetzt um die Masterclass. Würdest du sie empfehlen, meine Kurse? Ich meine, du hast jetzt den einen Kurs mitgemacht, aber würdest du den empfehlen?
Ja, natürlich. Also ich hoffe, dass meine ganzen Erzählungen jetzt mit dem ganzen Live sind ja eigentlich Empfehlung pur, ne? Also natürlich, weil, wie gesagt, einmal ein ganz großer Vorteil bei einem Gruppencoaching war ja wirklich, dass du da an die Themen herangeführt wirst, die du selber nicht erkennst in dir. Das war so ein großer Vorteil. Und die Erfahrung von anderen zu hören. Wie gehen die damit um? Und immer wieder, also, und auf jeden Fall, ja, also, wie gesagt, das Coaching bei dir hat wirklich mein Leben verändert. Das war ein Anstoß in die richtige Richtung mit den Unterlagen, vor allem die Unterlagen, genau. Das war ja das Coaching an sich und du hast ja auch wirklich so viel Zeit genommen damals. Jeden Abend oder einmal in der Woche abends haben wir das gemacht. Und ja, du bist auch auf alle Fragen eingegangen, auch nachträglich. Also im Rahmen des Coachings in dieser Zeit konnte man dir auch E-Mails schreiben, dann hast du auch geantwortet. Also und oder geantwortet auch in dem nächsten Live dann. Ja, Genau. auf jeden Fall. Also wenn das für jemanden ich sag mal, eine Entscheidung für ist, dann ich hoffe, dass ich da wirklich geholfen habe, weil, wie gesagt, also ich glaube, das zeigte jetzt durch meine Entwicklung, was da alles möglich ist. Das freut mich sehr schön. Gibt es noch irgendetwas, was du erzählen magst? Zum Abschluss. Ein Abschlusswort von deiner Seite. Ja, Abschlusswort. Ja. Ja, Abschlusswort. Nehmt eure Gedanken nicht so ernst. Nehmt eure Gedanken wirklich nicht so ernst. Ihr seid nicht ihr. Es ist alles, in jedem Augenblick könnt ihr das umkehren und zu Bewusstsein kommen und zu sagen, ich denke jetzt an etwas anderes. Ich kann das. Ich bin der Boss. Ich hatte das vor ein paar Tagen gehabt, wo es mir echt schlecht ging. Abends in mein Buch reingeschrieben, für was ich dankbar bin. Ja? Also ich meine, da ist ein Thema, das ist sehr schmerzhaft. Gucken wir jetzt mal bitte, was war heute gut? Für was kann ich dankbar sein? Und als ich dann anfing zu schreiben, fing ich an, mich zu schämen dafür, dass ich mich schlecht fühle, weil ich so viele Dinge habe, für die ich dankbar sein kann, dass ich Menschen habe, eine Familie habe, die mich lieben. Ja, auch wenn andere sagen, aber meine Mutter liebt mich nicht, da ist immer irgendein Mensch für dich da, in der Regel, normalerweise, die jetzt hier online sind. Es gibt Länder auf dieser Welt, wo Kinder keine Eltern haben, wo Kinder von der Straße gesammelt werden, sexuell missbraucht werden, die wachsen so auf, die sind ihr gesamtes Leben verloren und haben niemanden. Wir haben hier meistens in der Regel Familie. Wir haben hier Geld, wir haben hier Essen, wir haben hier, ich kann so friedlich schlafen, ich habe hier keine Angst, angegriffen zu werden oder missbraucht oder irgendwas zu werden. Und diese Liste sich dann aufzuschreiben und durchzugehen, für was man dankbar sein kann und mal nicht an dieses Problem zu denken, hilft, dass wir diesen Gedanken, die negativen, nicht mehr so zuhören. Also ergänzend jetzt dazu. Genau. Genau. Gut, ihr Lieben, jetzt waren wir fast eine Stunde live. Dann bedanke ich mich, Tatjana, für deine Zeit, dass du jetzt hier mit dabei warst. Und auch an euch, ihr Ja. lieben Zuschauer. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis bald. Sehr gerne. Tschüss, Tatjana. Tschüss. Dankeschön. Ja, ich danke dir auch für die Gelegenheit. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao.